Ja, cool. Cool, euch zu sehen. Cool, dass wir so ein geniales Wetter haben heute, oder? Beim ersten Gottesdienst hat es die ganze Zeit so, war es so auf der Kippe, regnet es noch oder nicht? Es hat so gerade eben gehalten. Und im zweiten ist uns bald der Pavillon weggeflogen. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert. Da komme ich gleich noch zu. Jetzt haben wir Sonntag, 12. Ne? 12. Juli. Kennt ihr das, dass ihr so von einem Datum schockiert seid? Dass euch ein Datum, ihr guckt in den Kalender und denkt, ach du meine Güte. Mir geht das oft so Ende November, so, ne? Wenn es so auf Weihnachten zugeht, ich denke so, oh Mann, wie konnte das passieren? Es ist auf einmal Ende November und ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk. Kennt ihr? Sowas, ja? Oder ihr guckt auf den Kalender und denkt, oh, morgen Hochzeitstag. Schnell noch Blumen holen oder irgendwie so. Was? Ja, Tankstelle, genau. Für mich war das seit letzter Woche irgendwie so. Seit wir im Juli sind, habe ich gedacht, ich lebe jetzt seit 10 Tagen oder knapp 10 Tagen so mit dieser Erkenntnis, wow, die erste Hälfte 2020 ist schon rum. Krass. Also, Kenntnis dabei. Aber mich hat das irgendwie schockiert. Irgendwie ging dieses Halbjahr so unglaublich auf manche Weise unglaublich schnell rum. Es war einfach ein unheimlich krasses Halbjahr, oder? Gestern mal noch in Kalender geguckt oder dieser Tage und mal zurückgeguckt. Wir hatten Ende Januar ein Pastorentreffen, so ein paar Pastoren hier aus dem Kreis und einer von den Kollegen meinte da so im Gespräch, ja, ach, wenn er so nach China guckt, der ist mal gespannt, was das noch gibt mit diesem Virus da. Und ich dachte noch so, ja, mach mal halblang. Das ist in China, das bleibt auch da, alles halb so wild. Ja. Und seitdem ist irgendwie irrsinnig viel passiert, ne? Wir haben wahnsinnig viel Umstellung gehabt zu Hause und Neuorientierung. Allein sowas, was so im ganzen Bereich Homeschooling da Neues auf uns zugekommen ist. Kinder irgendwie gefühlt nur noch Ferien gehabt, also nur noch vorgezogene Osterferien bis zum Sommer, fast durch. Oh Mann. Das war halb gut. So. Und ja, weiß nicht, wie es bei euch so war. Beruflich hat sich einiges umgestellt für mich. Das hat der eine oder andere vielleicht auch mitgekriegt. Manche sind vielleicht beruflich so richtig ins Schleudern gekommen. Oder haben richtig sind gespannt, wie es überhaupt weitergeht. Privat, wie gesagt, lief bei uns einiges durcheinander. Dazu kamen dann auch noch irgendwie so ein paar Krisen, die hatten jetzt mit Corona gar nichts zu tun. Das war einfach irgendwie, manche Beziehungen haben schwer gelitten oder sind sogar in die Brüche gegangen. Und auch als Gemeinde haben wir einiges erlebt, so in den letzten Monaten, haben bewegte Zeiten hinter uns. Manche Entwicklungen, mit denen wir uns die wir von einem halben Jahr uns nie hätten träumen lassen, haben uns völlig überrollt. Und manches hat uns ganz schön hin und her geworfen, oder? Und ich weiß nicht, ob das für dich ein Thema ist, so wenn du so in die Nachrichten guckst, politisch, gesellschaftlich, was sich da so tut. Ich finde, da hat sich auch unheimlich viel bewegt so im letzten halben Jahr. Und nicht alles irgendwie in eine klare Richtung. Einfach unheimlich viel aufgewühlt. Gesellschaftliche Debatten, die überall hochkochen, über Rassismus, über Verschwörungstheorien, über Risikobewertungen von Pandemien. Und der allgemeine Ton ist irgendwie wesentlich schriller geworden, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kommst du aus einem total langweiligen und erholsamen Halbjahr. Vielleicht war die erste Jahreshälfte 2020 für dich total gechillt. Aber ich habe so den Eindruck, dass es den meisten eher anders geht. Ich habe so den Eindruck, das Gefühl, dass dieses Halbjahr wie so ein richtiger Wirbelsturm war, der über uns hinweggefegt ist. Über mich mal auf jeden Fall. Und alles Mögliche fliegt mir irgendwie um die Ohren oder ist mir um die Ohren geflogen. Manches, was selbstverständlich schien, ist verschwunden oder kaputt oder beschädigt.
Manches, was völlig undenkbar noch schien, noch vor einem halben Jahr, ist auf einmal alltäglich geworden. So ein Auf und Ab der Gefühle habe ich hinter mir da. Und ich habe auch ehrlich keine Ahnung, ob dieser Sturm langsam am Abklingen ist oder ob der nochmal so richtig Fahrt aufnimmt. Weiß das nicht. Sturm. Den Jüngern ging es mal ganz ähnlich, den Jüngern von Jesus. Und zwar gar nicht in diesem übertragenen Sinne, sondern in einem sehr wörtlichen Sinne. Ich habe euch den Text zur Predigt auf das Liedblatt gedruckt. Ihr könnt ihn da mitlesen. Da heißt es in den ersten beiden Versen in Lukas Kapitel 8, Vers 22 und 23. Während dieser Zeit geschah es einmal, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot stieg und zu ihnen sagte, wir fahren ans andere Ufer. So fuhren sie ab. Unterwegs schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm auf, ein Fallwind von den Bergen. Das Wasser schlug ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Dieser See, der See Genezareth in Israel, der ist berüchtigt für plötzlich auftretende und ganz schön heftige Stürme, einen heftigen Wellengang. Könnt ihr euch das auf YouTube mal angucken, googelt mal ein bisschen danach. Sturm auf dem See Genezareth, das ist kein Spaß. Das liegt so ein bisschen an der Topografie, da sind irgendwie ziemlich steile Berghänge rund um den See rum und manche tiefe Schluchten und das bewirkt, dass manchmal da ziemlich plötzlich irgendwelche Winde aufkommen, die den ganzen See ziemlich aufwühlen. Plötzlich kam ein Sturm, heißt es hier in dem Text. Kennst du das? Plötzlich kommt ein Sturm. Plötzlich tritt irgendein Ereignis in dein Leben, was du nicht hast kommen sehen. Ein Unfall oder ein Konflikt oder eine Pandemie. Und plötzlich ist alles anders und du weißt nicht, wie der geschieht. Als ob dich so ein Wirbelsturm, so ein Tornado mitreißt. Du verlierst die Orientierung, verlierst den Halt, weißt nicht mehr, wo oben und unten ist oder wer vor dir oder hinter dir steht. Kann ganz schön beunruhigend sein, solche Zeiten und vielleicht sogar beängstigend. Mindestens 4 von diesen 12 Jüngern waren Fischer. Auf diesem See Genezareth. Also das war sozusagen die hatten ein Heimspiel. Und die kannten den See mit seinen Tücken. Es waren keine Anfänger oder Weicheier. Und wenn so Leute in Seenot geraten, dann ist es wirklich ernst. Dieser Sturm, der war absolut real und der war heftig. Der war richtig gefährlich und beängstigend. Sogar für diese erfahrenen Männer. Und was macht Jesus? Er schläft. Er hat die Ruhe weg, während seine Jünger sich abmühen, das Boot vom Kentern abzuhalten und das Wasser irgendwie rauszuschaufeln. Jesus schläft. Das ist doch irgendwie unglaublich, oder? Und ich hab so das Gefühl, manchmal fühlt sich unser Leben ganz genauso an. Da bricht alles um uns herum in sich zusammen. Ständig irgendein Alarm, irgendeine Katastrophenstimmung. Und wir kommen kaum hinterher, irgendwie das Boot gerade zu halten. Unser Leben einigermaßen im Lot zu halten. Haben vielleicht sogar schon das Gefühl, wir haben so eine Schlagseite oder sind irgendwie am Sinken. Und Gott? Ja, keine Ahnung. Wenn es ihn jemals gegeben hat, dann liegt er aber jetzt auf seinen Ohren und schläft und kriegt nichts mit. Wo ist er denn, wenn man ihn mal braucht? Wir mühen uns ab und der liegt irgendwo und schläft. So fühlt sich mein Leben manchmal an. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich finde es schon ein kleines bisschen tröstlich, dass es den Jüngern Jesu, denen, die eine ganz enge und alltägliche Beziehung zu Jesus hatten, die ihn wirklich jeden Tag gesehen haben, mit ihm unterwegs waren und ganz nah an ihm dran waren, dass es denen auch so geht. Dass sie das auch so erlebt haben.
Das Leben verschont uns nicht vor Stürmen. Und ich denke, jeder von uns kann da so seine Sturmgeschichten erzählen. Und ich denke, je länger jemand auf diesem Planeten unterwegs ist, desto mehr Stürme hat er erlebt. Manche erwischt es vielleicht heftiger, andere nicht so sehr. Da ist auch nicht viel Fairness irgendwie erkennbar. Stürme kommen immer wieder vor. Und immer wieder hauen sie uns um und reißen uns auch mal echt den Boden unter den Füßen weg. Und deswegen finde ich es sehr nachvollziehbar und sympathisch, dass die Jünger hier irgendwann regelrecht panisch zu Jesus rennen. Heißt es in Vers 24, die Jünger gingen zu Jesus, weckten ihn und riefen, Herr, Herr, wir gehen unter. Irgendwann nach einer ganzen Weile, wo sie gegen den Sturm angekämpft haben, kommen sie auf den Trichter, sag mal, wir ersaufen hier und der schläft. Und sie rennen zu Jesus, aber ganz interessant ist, sie rufen ihn nicht um Hilfe. Ist das mal aufgefallen? Sie schleudern ihm nur so ihre Panik entgegen. Herr, wir gehen unter. Das klingt nicht, als ob sie viel von diesem Jesus erwarten. Das ist die reine Todesangst, die da aus ihnen schreit. Und mal ehrlich, was soll man von einem Rabbi, von einem Theologen erwarten? Ne? Frag mal meine Frau. Hey. Wieso sollte man von dem erwarten, dass er ein Schiff durch einen Sturm steuern kann? Nee, so als Rabbi war Jesus für die geistlichen Sachen zuständig. Und als gelernter Zimmermann von mir aus auch noch so für Baufragen, wenn es immer darum geht. Aber sie, die Jünger, waren doch die Experten auf dem Wasser. Und wenn sie es nicht schafften, dann könnte der auch nicht helfen. Und deshalb fragen sie Jesus hier gar nicht um Hilfe, sondern sie informieren ihn lediglich über ihr baldiges gemeinsames Ableben. So kommt mir das vor. Ich weiß nicht, wie deine Sicht von Jesus ist. Vielleicht glaubst du gar nicht an ihn. Vielleicht erlebst du selber die ganze Zeit, wie du ums Überleben kämpfst. Aber Jesus, nee, der spielt auf deinem Boot keine Rolle. Der kann da nicht helfen. Wer weiß, ob es ihn überhaupt gibt. Gesehen hat jetzt schon lange keiner mehr an Deck. Vielleicht gibt es ihn, aber dann ist ein Sturm ihm offenbar ziemlich egal. Sonst würde er sich ja mal nützlich machen, oder? Und selbst wenn es ihn gibt, was weiß der schon von deinen Problemen? Wie sollte Jesus an deiner Lage irgendetwas ändern können? Er hat doch da gar keine Ahnung von, oder? Der kümmert sich so um diesen abgehobenen geistlichen und moralischen Kram, aber im echten Leben, also im Daily Life, ja? Da bist du doch auf dich gestellt. Da bist du doch der Experte. Interessanterweise ist das oft auch die Haltung von Menschen, die eigentlich an Jesus glauben. Die auch schon einiges mit ihm erlebt haben. Genau wie diese Jünger hier. Ich kenne diese Impulse von mir selbst. Was weiß Jesus schon davon, wie schwer Kindererziehung heute ist? Oder wie sich dieser festgefahrene Konflikt lösen lässt. Oder was weiß Jesus davon, wie es ist, Angst zu haben um seinen Job oder wie man dieses blöde Auto wieder zum Laufen kriegt. Keine Ahnung. Davon hat Jesus doch keinen Schimmer, oder? Oder es interessiert ihn nicht und er legt bestenfalls rum und schläft und wacht dann wieder auf, wenn es irgendwie um irgendwelche hochtrabenden geistlichen, moralischen Sachen geht. Und so schaufeln wir stundenlang das Wasser aus unserem Boot, klatschnass und völlig erschöpft. Wir sind ja schließlich die Experten. Für unseren Sturm ist er nicht zuständig. Da müssen wir auch ohne ihn durch. Und wenn wir das nicht schaffen, dann schafft Jesus das sicher auch nicht. Und erst kurz vor dem Zusammenbrechen werden wir manchmal vielleicht panisch und schreien nur noch, wir sinken. Und was macht Jesus?
Lesen wir weiter. Jesus stand auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und zu den Wellen. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Zu den Jüngern aber sagte er, wo ist euer Vertrauen? Sie waren erschrocken und sehr erstaunt und sagten zueinander, wer ist das nur, dass er sogar dem Wind und den Wellen befiehlt und sie gehorchen ihm? Das ist wieder so ein typischer Jesus-Moment. Was er tut, völlig unerwartet. Und alle Beteiligten oder Zuschauer stehen erstmal mit offenem Mund da. Und das, was er sagt, scheint erstmal eine ziemliche Zumutung zu sein, aber trifft bis ins Mark. Jesus rennt zwar nicht ans Ruder und fängt an, die Jünger mit irgendwelchen seefahrerischen Können rumzukommandieren und Kommandos zuzurufen und die Führung auf dem Boot zu übernehmen, aber er erweist sich als Gott. Als der mit der höheren Perspektive, als der mit der Macht, mit den Möglichkeiten, die so weit über unseren Möglichkeiten liegen. Sodass diese Reaktion der Jünger ziemlich verständlich erscheint. Sie sind erschrocken und sehr erstaunt, heißt es hier. Jesus setzt da an, wo wir absolut keinen Einfluss drauf haben. Wo wir nur mit unserem kleinen Boot kämpfen oder Wasser schaufeln, da stillt er den Sturm. Adressiert damit das eigentliche Problem. So ist Jesus. Er kennt sich nicht nur aus mit deinen alltäglichen Sorgen und Nöten, sondern er weiß sogar, was das eigentliche Problem ist. Und befasst sich damit. Und gleichzeitig nutzt er die Gelegenheit für eine Lektion in Vertrauen. Ich habe mich immer gefragt, warum er hier so streng ist mit den Jüngern. Warum er sie so tadelt für ihren Kleinglauben. Noch dazu, wo er ja an anderer Stelle sagt, dass auch ein Glaube, der so klein ist wie ein Senfkorn, ausreicht, um Berge zu versetzen. Kennt ihr vielleicht so diese Stelle? Vielleicht schon mal gehört. Warum ist er so streng mit seinen Jüngern? Sie sind doch zu ihm gerannt und haben ihn netterweise auch noch ausschlafen lassen. Wer schon mal am Wochenende um 6 von seinen Kindern geweckt wurde, weiß das zu würdigen. Und es hat eine Weile gebraucht, bis mir klar wurde, dass die Jünger hieran gar nichts von ihm erwarteten. In dieser Situation, da war kein Kleinglaube da, da war gar kein Glaube da. Sie haben ihn ja nicht mal um Hilfe gebeten, sie haben ihn nicht mal geweckt, damit er irgendwie mit anpackt oder so. Sondern nur aus reiner Panik und Todesangst, als sie alles aufgegeben hatten. Jetzt ist es soweit. Mach auf, jetzt sterben wir. Und ich habe mich andersrum gefragt, wie hätte diese Geschichte anders verlaufen können? Was hätten sie anders machen können oder sollen, die Jünger? Wenn die Jünger im Sturm einen kühlen Kopf bewahrt hätten. Und sich vielleicht erinnert hätten daran, was sie schon alles mit Jesus erlebt hatten. Das war schon einiges. Ist noch relativ früh im Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Aber da war schon einiges gelaufen. Sie hatten etliche Krankenheilungen erlebt, wo Jesus wunderhaft eingegriffen hatte. Hatten erlebt, wie Jesus einen Menschen vom Tode auferweckt hat. Vielleicht hätten sie einfach ganz ruhig zu Jesus gehen können, hätten ihn ganz gelassen aufgeweckt, in einer Tasse Kaffee, und gesagt, hier, rette doch mal unser Leben. Wir schaffen es gerade nicht. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht hätten sie sich auch einfach dazulegen können, einfach mitschlafen. Einfach, wenn Jesus schläft, dann können wir eigentlich auch uns hinlegen, oder? Und hätten einfach das Vertrauen gehabt, dass Gott mit ihrem Rabbi noch etwas vorhat. Dass er ihn nicht auf diesem See hier ertrinken lässt. So oder so, ich denke, sie hätten sich einiges sparen können. Mal zumindest ihren hektischen Aktionismus hätten sie sich sparen können und vor allem ihre Angst vor dem Untergang, die immer schlimmer wurde.
Und vielleicht können wir uns auch manches sparen. Manchen hektischen Aktionismus. Und manche Panik und manche Angst vor dem Untergang. Vielleicht könnten wir uns das manchmal sparen, wenn wir uns einfach manchmal darauf besinnen würden, dass Jesus da ist. Und vielleicht nur darauf wartet, dass wir zu ihm kommen und ihn bitten, uns zu helfen. Und etwas zu tun, was völlig außerhalb von unseren Möglichkeiten steht. Aber vielleicht denkst du jetzt, na komm, das ist einfach. Meine Probleme und Stürme, die sind ein bisschen zu kompliziert für sowas. Wirklich? Jesus hat Möglichkeiten, die du nicht mal ahnen kannst. Während du darauf fixiert bist, das Wasser aus dem Boot zu schaufeln, stillt er mit einem Wort den Sturm um dich herum. Und vielleicht bist du schon enttäuscht von Jesus, hast ihn vielleicht schon mal gebeten zu helfen, aber es wird einfach nicht besser. Und da möchte ich dich heute ermutigen, es weiter zu versuchen, ihn weiter zu bitten, einzugreifen. Vielleicht wartet er darauf, dass auf etwas, vielleicht darauf, dass du aufhörst, hektisch rumzurennen und panisch das Wasser aus dem Boot zu schaufeln. Vielleicht wartet er darauf, dass du endlich daran glaubst, dass er andere Möglichkeiten hat. Und vielleicht solltest du auch deine Erwartungen loslassen oder ihm überlassen. Das heißt nicht, du sollst nicht warten. Ja, ah, schön Ball flach halten, damit man auch nicht enttäuscht. Nein. Aber es heißt, dass du ihm überlassen sollst, was das eigentliche Problem ist, das er lösen möchte. Was der eigentliche Sturm ist. Vielleicht bist du sauer, weil du erwartest, dass er endlich einen Eimer nimmt und dir zu helfen und mit das Wasser rauszuschaufeln. Aber er ist schon längst auf was viel Wesentlicheres konzentriert. Und manchmal, das gehört auch dazu, verstehen wir einfach nicht, warum es dauert. Was Jesus gerade tut und warum es nicht schneller geht. Aber er lädt dich ein, loszulassen und ihm zu vertrauen. Und er wird dich nicht absaufen lassen. Jesus ist mit dir im Boot. Er ist da und er wartet darauf, dass wir ihn fragen, dass wir ihn um Hilfe bitten. Er wartet darauf, dass du ihn tun lässt, was nur er tun kann. Er hat andere Möglichkeiten, als wir uns auch nur träumen lassen können. Und ich bin sicher, dass nach dem Sturm immer wieder auch der Moment kommt, wo du vielleicht erschrocken und sehr erstaunt sagst, wer ist das nur, dass er sogar Wind und Wellen befiehlt und sie gehorchen ihm. Amen.